Ja, herzlich willkommen hier im Weingut Abril in Vogtsburg-Bischofingen. Wir sind hier beheimatet am Kaiserstuhl in der Weinbauregion Baden in Süddeutschland. Für uns ist ja wichtig als Ökobetrieb, dass man natürlich da auch weitergeht und das ganze Rad ein bisschen weiter zurückdreht, dass man auch tatsächlich schaut, was kauft man denn ein. Generell ist es so, dass wir sagen können, dass wir nur Fässer aus europäischer Eiche hier im Hause verwenden. Da ist für uns das Projekt halt eben, hier aus der Region das Holz zu nehmen. Erstens mal hat man einen riesen traditionellen Hintergrund und des Weiteren dann eben, dass man auch weiß, wo denn das Holz gewachsen ist, dass man sicher gehen kann, dass eben das, was rausgeholt wird aus einem Wald, dass das auch wieder nachgepflanzt wird und dass man auch für die kommende Generation halt eben Gutes hinterlässt. Also der Riesenvorteil ist natürlich, dass man vorher sich die Bäume angucken kann. Wie sind die gewachsen? Was für eine Qualität steht dahinter? Wichtig für uns als Verwender ist es, dass die Eichen sehr langsam gewachsen sind. Und von diesen Standorten, das sind karge Böden, auf denen die Eichen wachsen müssen, da gibt es dann in Deutschland doch mehr als genug. Klar hier im südbadischen Raum, aber auch eben im Pfälzerwald. Von den Transportwegen ist es natürlich schön, wenn man sagen kann, dass man eben wirklich aus heimischer Forstwirtschaft die Hölzer bezieht. Die gehen dann von hier zum Daubenhauer, zur Fassmanufaktur, kommen dann wieder zurück zum Weingut. Also wir haben hier einen Transportweg, summa summarum, von 200 Kilometern.